Die Eat Mini 300.2 habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, verlinke ich hier. Die ist super, die ist, macht das, was sie soll, die ist echt klein und alles toll. Aber wenn man mal ein bisschen mehr Leistung haben will, guckt man, was es da sonst noch gibt. Und heute schaue ich mir mit euch die Power-Serie an. Ich bin Thomas, ich mache seit 2004 K-Hifi in meiner Freizeit und habe tatsächlich, einer meiner ersten Stufen war eine Eaton PA1502. Damals eine schöne analoge Endstufe, Burgbar, 2-Kanal, habe ich am Subwoofer betrieben, über 600 Watt Leistung. Wirklich feines, feines Teil, mag ich immer noch, habe ich aber nicht mehr. Habe ich irgendwann zusammen nochmal meine 6-Kanal gehabt, das heißt, ich hatte 2 Eaton-Endstufen. Eigentlich habe ich schon oft Eaton-Endstufen gehabt und die Miniserie, die ich euch schon mal gezeigt habe, die ist cool. Aber ja, was ist, wenn wir mehr Leistung wollen? Was ist, wenn wir mehr Power ein bisschen haben wollen, vielleicht für einen Subwoofer, für ein potentes Frontsystem oder vielleicht auch irgendwie mal eine Endstufe für alles, also für ein 3-Wege-Frontsystem oder so, gibt es alles. Hier seht ihr die 300.2 und hier drunter steht schon irgendwas. Und zwar ist hier drunter eine Power 220.4. Aber was ist das eigentlich jetzt, Eaton Power? Habe ich noch nie gehört. Ja, es ist eine schwere Geschichte. Die Eaton Power Serie ist 2020 rausgekommen und war quasi als große Schwesterserie von der Eaton Mini Serie geplant. Und dann hat man versucht, quasi die Eaton Mini-Serie ein bisschen aufzupusten. Das heißt, ein bisschen mehr Power zu verpacken. Die guten Features von diesem Teil, dass das halt kaum rauscht, dass es wenig Strom braucht, dass es klein ist, mit ein bisschen mehr Bodybuilding. Das heißt, ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen, ein bisschen aufgepumpt. Und daraus ist jetzt hier quasi die Power-Serie entstanden. Die Power-Serie, also ihr seht, die Endstufen sehen sehr ähnlich aus. Die sind vom Design her genau das gleiche. Die sind genauso hoch, die sind genauso, also die genauso lang, genauso hoch, ein Ticken länger. Also wenn wir uns hier nochmal die Mini drauf tun, haben wir hier tatsächlich ein bisschen mehr. Und da ist es so, es gibt verschiedene Größen von der Power-Serie. Von der Mini-Serie gibt es ja nur die 300.2 und die 150.4. Tue ich erstmal weg. Die geht es jetzt mir heute nicht, sondern heute geht es hier um die Power-Serie. Bei der Power-Serie gibt es 3 verschiedene Endstufen. Es gibt die 2-Kanal, es gibt die 4-Kanal und es gibt eine 6-Kanal-Endstufe. Das hier ist ja die 4-Kanal und die hat genauso wie die 2-Kanal 149 mm mal 146 mm mal 50 mm Höhe. So, das sind die Maße von diesen beiden Geräten. Und dann gibt es halt noch die 6-Kanal. Die 6-Kanal ist noch mal ein Ticken länger. Die ist nämlich 270 anstatt 249 mm lang. Das heißt, es braucht ein bisschen mehr Platz, hat dann aber auch 6 Kanäle anstatt 4 oder 2. Von den Leistungsdaten her sind wir bei den 2- und 4-Kanal-Endstufen knapp über 900 Watt Gesamtleistung. Das heißt, die 2-Kanal hat 2x 270 Watt an 4 Ohm, 2x 454 Watt an 2 Ohm. Und gebrückt an 4 Ohm 908 Watt. Also fast ein kW, was aus einer Endstufe, die so klein ist, rausfällt. Wenn man jetzt natürlich guckt, ich habe schon mal ein Video gemacht über die Sound Digital 3000.1 Evo X2. Die waren nicht wirklich viel größer und sind 3 kW draus gekommen. Ja, sicherlich. Aber es ist wirklich eine SPL-Stufe, die nur für einen Subwoofer da ist. Und das hier ist ein qualitativ hochwertiger Sound-Quality-Verstärker, der wirklich Full-Range auch ganz normal an einem Tieftöner betrieben werden kann. Hier haben wir jetzt die 4-Kanal-Version, das heißt, das ist ja die Power 220.4. Und die hat sage und schreibe 4x 145 Watt an 4 Ohm, 4x 237 Watt an 2 Ohm. Und auch die kann man quasi brücken, das heißt, man kann die beiden Kanäle jeweils brücken, hat dann halt eine 2-Kanal-Endstufe daraus, die 2x 475 Watt macht an 4 Ohm. Also, ja gut, also man könnte jetzt an 4 Ohm 2 4 Ohm Subwoofer mit fast 500 Watt betreiben. Das ist aus so einem kleinen Ding hier schon ganz cool. Ja. Rückseite gibt es hier eigentlich nichts Spannendes auf diesem Teil hier zu sehen. Es ist wirklich nur eine kleine Endstufe, die Befestigung hier sind so wie bei der Mini, da ändert sich nichts. Wir haben normales analoges In, wir haben High-Level-In, wir haben einen Eingang für eine Fernbedienung und ob der jetzt halt Signal erkennen soll oder nicht. Ansonsten ist hier nichts Besonderes dran.
Die 6-Kanal-Version, wie gesagt, ein Ticken größer, hat 6x100 Watt an 4 Ohm, 6x150 Watt an 2 Ohm und auch die 6 Kanäle kann man brücken, sodass man 3x300 Watt hat an 4 Ohm. Das heißt, die 6-Kanal kann man auch eigentlich ganz sinnvoll nutzen für ein 3-Wege-Frontsystem oder für ein 2-Wege-Frontsystem plus Subwoofer. Das ist einfach eine relativ universelle Endstufe. Die 4-Kanal hier kann man natürlich mit fast 150 Watt pro Kanal an 4 Ohm für ein Frontsystem 2-Wege nutzen. Ja, kann man. Man kann es auch brücken, je nachdem, was man will. Und halt die 2-Kanal, die ist natürlich für 2 Subwoofer oder für 1 Subwoofer mit knapp 1 kW eigentlich ganz potent. Und ja, im Endeffekt ist es das. Das heißt, die Endstufen sind rauschfrei, haben niedrigen Clear-Wert, hören sich gut an, sind sehr klein, sind aber im Fitnessstudio gewesen und haben halt ein bisschen gepumpt. Kleine Leistungssteigerung zur Mini. Als die Endstufen hier 2020 rausgekommen sind, hieß es auch, dass es genauso wie bei der Miniserie, die 150.4 gibt es ja auch mit DSP, quasi dem gleichen DSP, der auch in der Eaton Stealth drin ist, die ich auch schon mal vorgestellt habe. Leider ist es nie so weit gekommen. Die Eaton Power Serie wurde auf den Markt gebracht als eigentlich sogar recht günstige Endstufenserie. Heißt, die 2-Kanal hat nur 300 Euro gekostet, die 4-Kanal hier hat 330 Euro gekostet. Und die 6-Kanal hat 450 Euro gekostet. Also halt wirklich alles keine Endstufen, die super viel gekostet haben. So. Und damit wurden die entwickelt und auf den Markt gebracht. Dann kam 2020 Corona, einige werden sich erinnern. Mit Corona kam auch eine Lieferkrise für elektronische Komponenten. Ich selbst arbeite bei einer Firma, die halt viele elektronische Komponenten, ICs etc. braucht. Und ich weiß, dass wir auch geguckt haben, okay, wo kriegen wir den Spaß jetzt her? Weil es kam halt nichts aus China. Es war alles irgendwie stillgelegt. Überall war Lockdown. Und ja, wir haben halt nicht mehr die Sachen gekriegt, um unsere Produkte zu bauen. Und ich weiß, dass unser Einkauf richtig gekotzt hat, weil es halt wirklich schwierig war, an die Sachen ranzukommen. Genauso war es auch bei Eaton. Das heißt halt, diese Endstufe, die für einen guten Preis kalkuliert auf den Markt gekommen ist, hatte jetzt Probleme, weil die Bauteile nicht hinterhergekommen sind. Das war das erste Problem. Das zweite Problem war, dass im Oktober 2020 ist das Werk von AKM in Flammen aufgegangen. Das heißt, eine Firma, die für ICs auf diesem Board hier verantwortlich ist, hatte auch massive Probleme, weil die Firma quasi in Rauch aufgegangen ist. Es wurde zwar versprochen, dass da relativ schnell Ersatz kommen soll. Der Ersatz hat sich tatsächlich mehrere Jahre gezogen. Die Straßenpreise für die Komponenten sind durch die Decke gegangen, sodass man diese Endstufe hier halt nicht mehr für die ja, gerade erwähnten Preise anbieten hätte können, weil sich sonst halt einfach nicht mehr gelohnt hätte, sondern deutlich teurer machen müssen. Und so hat man sich entschlossen, leider nach der ersten Charge das Modell einzustellen. Das heißt, von dieser Serie, die kriegt ihr nicht einfach im Laden. Die gibt es einfach nicht mehr. Höchstens irgendwo irgendwelche Rostposten oder sonst irgendwas. Aber ansonsten sind die Endstufen einfach richtig rar, wenn man die mit den aktuellen Produkten aktueller Elektrik bauen wollen würde, wären sie viel teurer. Also eigentlich wirklich ein Preis-Leistungs-Schnapper, wenn man die Möglichkeit hat, an so eine Power-Endstufe dran zu kommen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass so eine Endstufe irgendwie montiert werden will. Und wenn wir uns das hier unten angucken, gibt es hier von Eaton so Befestigungsfüßchen. Das heißt so kleine Blechteile, die hier nach außen ausführen. Und hier in die Mitte passt eine M3-Schraube rein. So, das heißt, das Blechteil, das hakt sich hier so ein und dann kann man das hier festschrauben. Kann man machen, ist aber nicht so cool meiner Meinung nach. Deswegen habe ich was Kleines in meinem 3D-Programm gezeichnet. Dann kann man das quasi hier mit M3-Schrauben wieder befestigen, damit das hier halt auch nicht abfällt. Und dann hat man entsprechend einfach hier Platz, um von oben quasi, wenn die Endstufe eingebaut ist, einfach Schrauben reinzutun und die zu befestigen. So, und das Beste, was es natürlich gibt, ist, wenn man halt natürlich nicht eine so eine hat, sondern mehrere hat oder vielleicht auch einfach eine Mini-Endstufe daneben tut. Und wenn man hier eine Mini-Endstufe daneben tun will, ja, dann passt die hier natürlich nicht so. Aber auch dafür habe ich was gemacht. Und zwar genau das Gleiche. Also nicht eigentlich genau das Gleiche, sondern entsprechend angepasst für dieses Gerät hier. Weil die Abstände hier von der Power und der hier sind tatsächlich unterschiedlich. Das heißt, auch hier kann man entsprechend die Blenden einfach so drauf tun. Dann legen wir das ab und das passt hier einfach super ineinander.
sodass man hier jetzt einen relativ kleinen Abstand hat und hier einfach jetzt mit dem Schraubenzieher Senkkopfschrauben hier einsetzen kann und die Geräte stabil nebeneinander stehen, unten noch ein bisschen Luft haben, um gegebenenfalls mit der Luft zu zirkulieren. Und man kann halt mehrere Geräte, so wie man will, einfach nebeneinander tun und hat den Abstand wirklich minimal, sodass man gerade eine Schraube setzen kann. Also eigentlich eine coole Befestigung von oben nachträglich, ohne diese Blechdinger zu benutzen, die dabei sind. Und es sieht halt tatsächlich, wenn man die so nebeneinander tut, mehrere, richtig, richtig cool aus. Also wenn ihr jetzt noch eine Mini oder eine Power habt und die jetzt irgendwie befestigen wollt, die Dateien verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Kann man sich einfach kostenlos runterladen, ausdrucken oder drucken lassen und dann das Ding halt einfach mal ordentlich befestigen. Zumindest schön ordentlich befestigen. Ich finde es ganz hübsch. Dafür muss man aber erstmal eine Power-Endstufe besitzen. Mini-Endstufen, die gibt es noch ganz mal im Handel. Die Power, wie gesagt, die müsst ihr irgendwie irgendwo bekommen. Auf jeden Fall eine sehr coole Serie. Es ist sehr schade, dass die vom Markt genommen wurde. Aber es ist auch schon Rettung in Sicht. Und zwar wurde in Salzburg schon so eine kurze Preview auf die neue PA-Serie gegeben. Quasi eine neue Endstufenserie, eine neue alte, weil PA gab es schon mal, eine neue alte Endstufenserie von Eaton mit coolen Leistungsdaten und cooler Klangqualität. Ich habe mich schon darum bemüht, dass ich möglichst schnell an diese Endstufen komme. Das heißt, sobald die halt irgendwie verfügbar sein werden, kriege ich direkt welche zugeschickt und werde sie hier für euch einmal anschauen, werde die Leistungsdaten angucken, werde sie mir angucken, von oben, von unten, wie kann man sie befestigen, werde vielleicht wieder irgendwelche Halter designen oder sonst irgendwas. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und dadurch helft ihr mir, dass ich quasi noch ein bisschen mehr Reichweite kriege und die Leute mir einfach coole Produkte schicken, die ich für euch auseinandernehmen kann. Wenn ihr euch jetzt für andere Eaton-Produkte interessiert, ich habe ja schon die Stealths auseinandergenommen oder halt entsprechend die Mini hier genauer angeschaut, dann klickt einfach auf eins von den Videos. Da ist quasi nochmal mehr Content für euch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.